traben Sie mal einfach los. Hier sehen wir natürlich ein Pferd, das schon ein bisschen weiter ausgebildet ist, dass wir dann auch Grand Prix-Lektionen, die also schon ein bisschen gefestigter sind, sehen können. So. Und hier sehen wir natürlich sofort eine ganz andere Gangart eines Pferdes. So, sehr gut. Also, dann gehen wir mal in die Ausbildungsskala. Das Pferd kommt mit der Situation hier sehr gut klar. Dann gehen wir mal über den Takt. Sehr guter Takt. Der Schwung ist sehr gut. Die Anlehnung ist sehr gut. Und jetzt machen wir Handwechsel. Das Pferd ist gerade gerichtet und wird natürlich auch dem Ausbildungsstand entsprechend in Versammlung gebracht. Nicht? Das ist ein erhabenes sich bewegen. Mach mal Handwechsel. Gut. Immer ein gleichbleibender Takt. Dann machen wir einen Schulter rein. Man braucht gar nicht viel zu sagen. Das ist ein einheitliches Bild. Nicht? Dann daran erkennt man, dass einfach dieser Ausbildungsweg ein guter gewesen ist bisher. So. Sehr schön, sehr gut gemacht. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen die Seitengänge durch. Dann machen wir an der nächsten langen Seite, machen wir dann ein Traver. Immer nur das fordern, wovon man glaubt, dass das Pferd das auch kann. Traver. Gut, ja, aufpassen da, sodass also der Taktatmer nicht zu viel die Hinterhand hereinnehmen. Immer noch wieder die Diagonale, Vorderbein, Hinterbein, eine Spur hinterlassen. Nicht zu viel. So. Längsachse muss gebogen sein in Bewegungsrichtung. Nun machen wir dann ein Renvers. Wir machen was Schweres jetzt immer. So, vorsichtig, vorbereitet. Sehr gut gemacht. Sehr gut. So, und nicht? Und dann ist ein Pferd nach außen gestellt und gebogen. So, genau, geradeaus. Durch die Bahn wechseln, in schönen frischen Trab. Das muss man immer wieder dazwischendurch machen. Und man prüft jetzt, ob die Hand auch bereit sein kann, mitzugehen, loszulassen. Sehr gut. Erst dann fängt man dann mit Traversalverschiebungen an. Mal eine traversale Beliebung von welchem Punkt auch immer. Gut. So, mal eine Traversale bitte. Oh, gut gemacht. Nichts zu meckern hier. Das ist schon prima so. Wunderbar. Sehr gut. Okay. So. Wo erkennt man eigentlich, dass korrekt Hufschlagfiguren geritten? Woran? Wenn man eine Reitbahn betritt. Ob die Ecken ausgeritten sind mit einer Viertelvolte. Oh, machen wir gleich nochmal eine Traversale nach rechts. Sehr gut, alles prima, nicht? Auch von Anfang an bis jetzt. Als das Pferd anfing zu gehen, haben wir gesehen, dass die Hinterbeine nicht ganz so herangeschlossen waren. Aber das wird immer besser über die gerittenen Lektionen. So, Vorhand etwas vorhalten, etwas, so ist gut. Sehr gut, also auch zum Schluss, man muss dann parieren, da musst du den immer ein bisschen zurücknehmen, um wieder einen Rhythmus zu bekommen, um dann das Pferd wieder aus seinem tragenden Element in die Seitwärtsbewegung zu nehmen. Super, lob ihn mal, sehr gut. Aber jetzt machen wir mal kurz mal den Schritt. Gut, sehr gut. So, und dann den Schritt ausreiten, als wenn man eine 10 reiten will. Reit mal eine 9, lass los. Los, 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 8. Weiter loslassen, nach oben nehmen etwas, Genick, so loslassen, 8, 5. Der kann mehr,
mitgehen, so Parade, leichte Parade nach oben nehmen, nicht zurücknehmen, so latschen lassen. Die Pferde müssen im starken Schritt latschen. Latschen, was das ist, wissen Sie. Ja, ich latsche auch manchmal. Also total losgelassen. Sehr, sehr wichtig, um dann hinterher zu arbeiten, zu treiben. Das also die natürlich so, jetzt haben wir doch schon fast eine 9, aber das muss man erhalten. Sehr gut. So. Und dann gehen wir mal zurück zum versammelten Schritt. Also hier ist, das ist oft sehr schwierig, wenn man Pferde hat mit einer großen Schrittdynamik. Dann kann es passieren, dass die Pferde gerne mal einen unreinen Schritt gehen. Das heißt passartig, gleichseitig, gleichzeitig. Das ist ein großer Fehler, das zeugt von einer Spannung. Hier ist das aber sehr gut. Sehr gut, Frau Piotrowski, super gemacht. Okay, und aus dieser Versammlung galoppieren wir mal an. So, langsam. Gut, auch wieder gut gemacht. Man hat ja überhaupt nichts zu korrigieren. Sehr gut. Gut. Hier ist der Galopp sehr groß und oft besteht ja die Gefahr, dass Reiter, wenn sie dann ein Pferd mit einer so großen Galoppade reiten, sich verführen lassen zum Zurückziehen. Das ist falsch. Man muss dann den Pferden beibringen, dass sie eine halbe Parade annehmen, dass sie sich zurückführen lassen, aber dass man sie nicht zieht. Gut. Sehr schön. Ein schönes Vorwärts, eine gute Galoppade, sehr gut im Dreitakt. Und dann machen wir ein paar Lektionen auch, so Traversal. So langsam, Traversale mal gleich nach links, bis zur nächsten Viertellinie, dann geradeaus und fliegende Wechsel. Langsam, so, gut, aufnehmen, geradeaus, geradeaus, so, so, und dann den Wechsel. Gut, also die meisten Reiter reiten dann immer bis zum Hufschlag, aber ich muss kontrollieren, ob das Pferd bei mir ist. Das machen wir nochmal von oben. Sehr gut, schöne Galoppade, jetzt wird die immer besser. Das auch nochmal, oben von der Viertellinie zur nächsten Viertellinie seitwärts, in einer Traversale, langsam, Versammlung halten, Versammlung, genau, genau, Versammlung halten, geradeaus, geradeaus und dann den Wechsel aufnehmen etwas, gut. Als Vorbereitung für Zickzack-Traversalen im Grand Prix ist das unablässig, damit man erstmal die Pferde in einer guten Versammlung seitwärts galoppieren lässt. Gut, und jetzt reiten wir mal an der langen Seite etwas vorwärts, nach versammelten Lektionen immer vorwärts reiten, vorsichtig mit der Hand, so. Sehr schön rittig und dann Versammlung und Schritt. Ich hatte das Vergnügen, in der Hengstleistungsprüfung damals unter Herrn Lehmann, den Landstallmeister von Nordrhein-Westfalen, den Florestan zu prüfen. Wir waren uns alle einig, die drei Testreiter, dass wir dem Florestan eine 12 hätte geben müssen. So rittig war der. Das war unglaublich, wie rittig der war. Und das hat er auch in den meisten Fällen vererbt. So, jetzt machen wir gleich noch ein paar Wechsel. So langsam, nicht festhalten, ruhig. So, jetzt machen wir Tempiwechsel. Dreier. Ruhig, nicht zu schnell, ruhig, ja, so. Sehr schön, wie selbstverständlich, Zweier. So, das ist sehr gut. Kein Kunststück machen wollen. Alles ganz locker, wie Dreierwechsel. Und jetzt machen wir ein paar Einer. Ganz locker. Nur ein bisschen schneller die Schenkel bewegen. Ruhig. Und aufhören. Ja? So. So. Man muss nicht Einer reiten, man darf. Okay? Wie alles in der Ausbildung eines Pferdes. Mal etwas zulegen, etwas vorwärts. So, genau. So, locker jetzt zurücknehmen. Zurücknehmen, so, einmal auf den Zirkel gehen. Was ich erreichen will, ist das Engagement den dann auf dem Zirkel und einmal ruhig die Gerte außen anlegen. Ruhig die Gerte mal außen anlegen. Leg mal an, die Gerte. So, nochmal. Nochmal.
Nochmal. So. Nochmal. So, ein bisschen energischer. So. So. Jetzt nochmal Hand wechselt irgendwo. Auf die Mitte der kurzen Seite reiten. So, weiter versammeln, so weiter. Und jetzt normal gehen lassen. Hände ruhig und weiter reiten. Und dann machen wir die Einer gleich. So, ah, zu spät, habe ich zu spät reagiert. Nochmal gleich, ein paar Einer. Aber auf die Mitte der kurzen Seite, andere Linie. Langsam, ruhig ein bisschen nach vorne, lass sie gehen, lass sie laufen. So, gut, jetzt aufhören. Gut, war doch gut, super, ne? Sehr gut. Also das ist kein Thema, wenn man um die Belange des Pferdes weiß. Die Wechsel, die vorher nicht so klappten, das war immer so diagonalmäßig, dann ist da sicherlich vorher schon mal so ein bisschen Unstimmigkeit passiert. Und das nimmt dann einfach eine andere Linie, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und meistens klappt das so. So, mal durchparieren zum T-Rab. So. Ruhig, macht nichts. Also, ja, war eine kleine Störung. Jetzt machen wir gleich nochmal einmal einen Moment Schritt und fangen dann mit versammelter Lektion Pierre von Passage an. So. Das sollte dann immer zum Abschluss geschehen. Oft ist es auch so, dass Pferde zu Anfang einer Ausbildungsstunde so viel Kraft haben, dass das besser geht, nicht? Aber er hat Energie genug. So, nehmen wir ihn nochmal auf. Dann versuchen wir das mal. Was er kann, zeige uns das mal. Immer sauber in der Grundgangart. Das ist das Wichtigste überhaupt. So. So, fang mal ruhig an. So, ist gut. So, nehme ich mal zurück zur Passage. So wie zu Hause immer gemacht, zurück. So, das Tempo zurück, zurück, das Tempo zurück. So, gut. Etwas unterstützen kann man ihn, ja? Gut. So, so. So, nicht schneller werden. Zurücknehmen und in die Gerte ruhig mal auflegen. So, zack, zack, komm, komm, so, so. Okay, und wieder Schritt. Ja? Also Sie sehen auch durch die Arbeit, die wir gemacht haben, ist ja so ein klein wenig, naja, ist nicht so explosiv, wie er eigentlich so scheint anfangs. Geht er schon mal eine Piaffe? Kann er Piaffe? Ja, unterstützt sie mal. Probieren, immer wieder probieren. So, okay, ja, ja. So, das machen wir doch nochmal. Okay, versuch mal. Reit mal raus. Wir haben das bei dem anderen auch gemacht. Sensibilisiere ihn mal. Lass mal los vorne und touch ihn mal an. Und dann kommst du nochmal mit der Gerte. Zack, so, so, komm doch mal. Loslassen vorne, nicht festhalten. Man lässt die Pferde einfach lang lassen. Wirklich lang, steht nirgendwo. Ist nur bei uns jetzt. Loslassen. Weg. Noch wecker. So. So. Das muss lustig bleiben. So. Jetzt touch ihn nochmal. Zack. Mit der Gerte. Mehr. Der läuft nicht weg. Das machen Pferde nicht. Kannst das ruhig mal machen. Jedes Pferd, das noch so griffig ist, die hauen nicht ab, die laufen nicht weg. Mach das nochmal. Touch ihn mal ein. So, der reagiert, der denkt immer, Fliegen sind los. Du musst das schon mal so ein bisschen einfach mal sagen. So, komm jetzt. Der hört nicht auf deine Hilfe. Nochmal, so, nochmal, zack, so, ja, so, jetzt nehmen wir noch auf, ich will das nur im Ansatz mal zeigen und denk mal an die Piaffe, so, so, rund machen, so, rund, locker bleiben, so, Gerte etwas halten, so, komm, gut, aufhören und wegreiten, ja, das sind immer so die Momente, die man herausarbeiten muss. Gut, so. Ich würde von dem auch jetzt nicht mehr verlangen wollen. Der will ja, nur der muss dich verstehen. Nicht? Wenn du also jetzt arbeitest und du arbeitest mal an die Hohe Versammlung, muss er erstmal dich verstehen, wenn du was fragst, dass er auch antwortet. Dass er dich nicht ignoriert. Ich mach mal nichts mehr. Das ist gut, das war ganz gut. Und es sind dann immer ein paar Tritte mehr
Und weniger ist auch in den meisten Fällen mehr. Wenn man jetzt so viel verlangen würde, kriegte man sicherlich bei ihm ein Problem. Und das wollen wir nicht. Wir wollen den auch gut nach Hause gehen lassen. Und ich möchte mich bei dir bedanken, möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange ausgehalten haben. Applaus